Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits. Ja, damit direkt zum DAX. Der ist momentan sehr spannend. Er ist nämlich aus dieser bullischen Flaggenformation vor ein paar Tagen nach oben ausgebrochen und heute hat er mit ziemlich viel Schwung an das alte Ausbruchsniveau bei 10.600 Punkten zurückgesetzt und ausgehend von dieser Marke stößt er sich aktuell wieder dynamisch nach oben ab. Das hier im Live-Chart. Also Eröffnung mit Kurslücke abwärts, dann ging es kräftig nach unten bis in den unteren 10.600er Bereich. Das ist gleichzeitig ein altes Ausbruchsniveau. Und ausgehend von dieser Marke hat sich der Index dynamisch nach oben abgestoßen. Das muss er auch, um zu vermeiden, dass dieser Ausbruch über 10.650 und dann zeitweise sogar über 10.800 Punkte, dass das eine Bullenfalle war, die mit stärkeren Verkäufen beantwortet wird. Sie sehen hier im Wochenchart, wie wichtig diese Marke ist. Das ist nämlich die Abwärtstrendlinie des gesamten Bärenmarktes seit Frühjahr 2015 und schafft es der DAX hier dynamisch drüber zu klettern und dann auch weiter anzusteigen, insbesondere über 11.000 Punkte. Dann haben wir hier eine neue große Rallye vorliegen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch neue Allzeithochs bringen wird. Es sieht momentan ganz gut aus, aber wie gesagt, der DAX kann sich hier keine großen Ausrutscher leisten, sonst dreht dieser Wochenindikator wieder auf Verkaufssignale und dann wird es echt schwierig, den DAX oberhalb von 9.700 Punkten zu halten, wo dann dieser ganze Aufwärtstrend, der sich hier in diesem Jahr seit Februar gebildet hat und der immer wieder durch kräftige Korrekturen unterbrochen wird, wo dieser ganze Aufwärtstrend dann in etwa verlaufen dürfte. Also, um es kurz zu machen, der Ausbruch über 10.800, der muss noch bestätigt werden. Das heißt, der DAX muss sich weiter nach oben von der 10.800 absetzen. Die 10.500 sollte auf keinen Fall nach unten brechen. Und je schneller die 11.000 erreicht wird, umso besser. Um einen tiefen Rückfall zu vermeiden, der im Zweifel mindestens bis 9.700 Punkte geht und diesen ganzen Ausbruch nach oben, diese ganze Rallye gefährden würde. Schlüssel zur DAX-Rallye ist der US-Markt. Den schauen wir uns jetzt mal an. S&P 500, die Futures sind heute Vormittag komplett eingebrochen nach den schwachen Apple-Zahlen von gestern. Es kam dann allerdings doch nicht so dicke wie befürchtet. Speziell nach Handelseröffnung gab es einen kurzen Abtaucher und dann eine dynamische Aufwärtsreaktion beim S&P 500. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Der Index stößt sich aktuell wieder von dieser violetten 125er GD-Linie nach oben ab, die seit der Rallye ab Februar jede Korrektur bisher aufgefangen hat. Heute ist es wieder so und das könnte vielleicht sogar das finale Sprungbrett nach oben werden. Beim S&P 500 sehe ich die Marke von 2170 Punkten als entscheidend an. Wenn der Index dort drüber schließt, ist auch hier eine Jahresendrallye im Gange. Es wird langsam eng. Üblicherweise beginnen diese Rallyes zwischen Mitte und Ende Oktober. In dem Zeitfenster sind wir jetzt genau und so langsam müssen die Kurse am US-Markt in die Gänge kommen. Wie gesagt, der eigentliche Ausbruch, der steht hier noch bevor. Beim DAX ist er schon erfolgt. Hoffentlich kriegt der DAX nicht eins auf die Mütze, weil das vielleicht ein bisschen früh war. Aber mit der heutigen Tageskerze sieht das Ganze schon wieder ein bisschen besser aus für die US-Leitbörse. Ja, schauen wir uns mal den 2-Stunden-Chart an, sehen Sie diesen Kurseinbruch hier zu Handelsbeginn, der sofort gekauft wurde und jetzt diese lange weiße 2-Stunden-Kerze
Sowas Ähnliches haben wir immer gesehen, wenn es eine größere Erholung gab in den letzten Tagen. Also hier etwa war es nicht ganz so dynamisch, hier auch. Hier, hier. Also ich würde sagen, der Schwung reicht wenigstens bis 2160 Punkte, also genau hier bis in den Bereich dieser Abwärtstrendlinie. Und dann wird sich zeigen, ob hier ein Ausbruch nach oben erfolgt oder ob es wieder ein Einknicken gibt vor diesem kurzfristigen Abwärtstrend. Ja, was machen wir mit der Bewegung der letzten Monate? Das Ganze ist eine Seitwärtskonsolidierung bisher. Schön ist die Tatsache, dass die 2120er Marke bisher gehalten hat, obwohl es mehrere Angriffe auf diese Marke gab. Das ist ein altes Ausbruchsniveau, ein ganz wichtiges Ausbruchsniveau. Solange das verteidigt wird, brennt hier nichts an. Wenn es aber brechen sollte, könnte es tatsächlich so eine panikartigen Verkäufe wie damals beim Brexit geben. Und dann stehen wir eben sehr schnell mal 100 Punkte tiefer. Ob das dann ebenso schnell wieder ausgebügelt wird, muss man dann natürlich sehen. Grundsätzlich gilt es, diesen Durchbruch unter die 2120er Marke möglichst zu vermeiden, zumindest aus Bullensicht. Dow Jones, auch jetzt schon wieder mit einer langen weißen Tageskerze. Gut, innerhalb von so einer Seitwärtsbewegung hat das nicht allzu viel zu sagen. Wichtig ist nur die Tatsache, dass beim Dow eben der Abtaucher in Richtung 18.000 Punkte, das ist dort die maßgebliche Unterstützung, dass dieser Abtaucher sofort wieder sehr entschieden gekauft wurde. Das ist immer mal ein positives Zeichen, aber solange beim Dow es nicht über 18.400 Punkte geht, wird auch dort die Seitwärtsbewegung weitergehen und je länger diese weitergeht, umso größer ist eben die Gefahr, dass es mal zu einem Ausrutscher unter wichtige Marken kommt. Ja, also fassen wir es kurz zusammen. DAX ist eigentlich schon nach oben ausgebrochen, dem fehlt nur noch die entscheidende Bestätigung für diesen Ausbruch mit dem heutigen Bullenkonter. Mit diesem dynamischen Abstoßen von der 10.650 nach oben sieht das Ganze wieder ganz gut aus. US-Markt sieht zumindest heute ganz gut aus. Der Kurseinbruch von der Handelseröffnung wurde sofort wieder gekauft. Jetzt müssen sich Anschlusskäufe zeigen. Diese Anschlusskäufe werden darüber entscheiden, ob wir eine saftige Jahresendrallye sehen oder nicht. Ja, und da schauen wir uns doch noch mal ein paar andere Märkte an. Öl zum Beispiel. Vorhin kamen Zahlen raus über deutlich geringer als erwartete Lagerbestände in den USA. Wir sehen das in den letzten Wochen reihenweise, dass die US-Lagerbestände deutlich geringer ausgefallen sind als erwartet. Dann wird regelmäßig Öl gekauft. Übergeordnet ist der Ölpreis auch in einer Ausbruchssituation nach oben, wo er sich allerdings keine allzu tiefen Rücksetzer mehr leisten kann. Maximal bis in den Bereich $50 würde ich da noch Luft sehen. Dann müssten die Käufer sich wieder zeigen. Ja, auch hier ist eine Ausbruchssituation, die noch ein bisschen auf der Kippe steht, ähnlich wie bei DAX und Dow. Dann schauen wir uns noch mal den Goldpreis an. Ja, da haben wir ja jetzt in den letzten Wochen eine recht deutliche Korrektur gesehen. Die wird jetzt so langsam ein bisschen gekauft. Ich denke, es wird noch mal einen kurzen Abtaucher geben und dann wird es wirklich sehr spannend für den Goldpreis. Der muss sich oberhalb von $1.200 stabilisieren und dann dynamisch wieder ansteigen, sonst wird dieser ganze Ausbruch dieses Jahres wahrscheinlich wieder in sich zusammenfallen. Ich rechne fest damit, dass es diese Stabilisierung und diese dynamische Bewegung nach oben in Kürze geben wird, spätestens Ende November. Und dass die Korrektur der letzten Wochen lediglich ein Test des Ausbruchsniveaus von $1.200 von oben darstellt und dass wir als nächstes Kursziel wahrscheinlich noch bis Jahresende, spätestens bis Ende Februar, einen Goldpreis von $1.450 sehen werden. Mehr dazu in den nächsten Ausgaben. Da zoomen wir uns hier ein bisschen rein in dieses Kursgeschehen.
Ganz wichtig momentan vielleicht diese blaue GD-Linie, die liegt ungefähr bei 1210 Dollar. Die dürfte nur ganz kurz angetestet werden vom Goldpreis in den nächsten Wochen. Und dann sollten sich sofort Käufer zeigen, so ähnlich wie wir das hier in dem Bullenmarkt ab 2009 gesehen haben. Da wurde in dem ersten Anlauf diese GD-Linie überschritten, von oben getestet und dann endete jede Korrektur an oder oberhalb dieser blauen steigenden GD-Linie. So eine ähnliche Situation haben wir jetzt wieder. Diese GD-Linie wurde erneut wieder überzeugend und drastisch nach oben gebrochen. Sie wird jetzt von oben angetestet. Vielleicht bekommen wir tatsächlich noch mal eine Berührung dieser GD-Linie bei 1210 Dollar Goldpreis. Zwingend ist es nicht mehr. Der Goldpreis kann auch direkt ansteigen. Das nächste Kursziel liegt bei 1450 Dollar. Ja, mehr dazu, wie gesagt, in einem der nächsten Ausgaben. Ich denke, bei Gold wird es langsam spannend. Der Pessimismus ist recht groß. Die spekulativen Long-Positionen, die hier im Sommer noch viel zu hoch waren, haben sich jetzt überzeugend abgebaut. Und ja, der Großteil der Korrektur dürfte hinter uns liegen und eine neue Anstiegsphase wird derzeit vorbereitet. Möglicherweise braucht es hier eine längere Bodenbildung bis Ende November noch. Möglicherweise sehen wir das Tief auch schon in den nächsten Tagen. Bei Gold sollten Sie also schon mal in den Startlöchern sitzen. Falls Sie noch nicht investiert sind, investieren Sie jetzt. Falls Sie schon große Positionen haben, dann warten Sie den Ausbruch erst noch ab. Ja, mit diesen Aussichten verabschiede ich mich für heute, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.